ich, typisch wir. Ja. So. Also ihr findet hier wirklich in den Höhlen alles, was ihr eigentlich braucht. Oh, Gravel. Ich hasse das Zeug. Und wer das Zeug in Minecraft nicht hassen tut, der ist kein Mensch. So. Jetzt kurz nach links und nach rechts schauen. Das muss man echt immer machen in Minecraft. Immer nach links und rechts schauen, bevor man hier ins Inventar geht. Denn es kann nur ganz schnell sein, dass es zisch macht und bumm und schon seid ihr tot. Das war nämlich dann ein Creeper. Also wenn ihr vor eurem Tod noch ein Zischen hört, dann wisst ihr, dass ein Creeper euch erwischt hat. Das ist einfach so. Und das wird euch jeder gute Minecraft-Spieler sagen. So. Dafür, um das abzubauen, brauche ich eine Eisenspitzhacke. Die werde ich mir aber auch demnächst dann mal craften. Und ich glaube, hier werden wir auch noch sehr viel Freude haben an der Höhle. Vor allem, guckt euch mal die ganze Kohle an, die hier rumhängt. Kriegen wir wirklich einen Arsch voll mit Kohle. Ja, leck mich doch. So. Hier ist irgendwo ein Zombie in der Nähe, ist mir aber egal. Ich baue hier einfach mal ab. Ach ja, genau. Oh, und da habe ich schon die nächste Höhle gefunden. Scheint aber beleuchtet zu sein. Ach nee, das ist nur Lava. Das ist übrigens Regel Nummer 1 in Minecraft. Grabt euch nie gerade nach unten. Gerade damit ihr nicht in so einen Lavasee fallt. Vor allem, das ist sehr ärgerlich, wenn ihr da, was weiß ich, wie viele Diamanten dabei habt. Und dann macht's plumps und ihr landet in einem Lavasee. Das kann sehr ärgerlich werden. So. Kennt mich ja jetzt mittlerweile hier von wegen. Eieiei. Fluchtweg. Gut, falls wir also mal Lava brauchen, kommen wir hierher. So. So, ich werde dann auch später irgendwann mal, wenn wir genug Holz haben. Wir müssen uns mal eine Türe craften, fällt mir ein. Wir haben uns noch nicht mal eine Türe gecraftet. Wir müssen dann auch später mal Schilder craften und die Höhle hier beschriften, weil ich sonst hier nie wieder rausfinden werde, irgendwann später dann. Weil ich wette mit euch, das Höhlensystem hier wird noch so riesig werden. Ich werde mich hier mindestens ein, zweimal verirren noch. So, ich warte übrigens auch noch auf den Mod Singleplayer Comments. Den habe ich eigentlich auch immer drin. Also meine Standard-Mods sind eigentlich Too Many Items, Singleplayer Comments, Modloader eben. Ja, und 3S Minimap. Das sind eigentlich die einzigsten Mods, die ich benutze. Ich mache da eigentlich keine Sonderausnahme. Das heißt, wenn ihr meint, jetzt mir hier in den Kommentaren 40 Mods auflisten zu müssen, hier installiert die doch auch nochmal damit mit dazu. Das sind voll die coolen Mods. Könnt ihr gerne bei euch machen. Ich mühle mir meine Minecraft-Jar nicht so zu mit Mods. Weil ich gerne noch relativ Vanilla spiele. Und dann halt eben noch dieser HD-Texture-Pack-Fix. Das ist aber kein wirklicher Mod, sondern, naja, wie der Name eben schon sagt, Fix. Damit man Texturenpakete benutzen kann, die über... Upsala. Ich bin schon wieder erschreckt, dass da so ein Skelett-Typ steht. Und zwar, damit ihr einfach, ja, Texturenpakete über 16x16 benutzen könnt. Mehr ist das Ganze nicht. So. Bauen wir fleißig weiter ab. Da ist natürlich wieder Gold. So. Haben wir alles. Gut. Also ich werde mir wahrscheinlich gleich eine Eisenspitzhacke noch machen, denn das Gold will ich unbedingt haben. Da können wir uns nämlich den Apfel vergolden. Und vergoldeter Apfel. Ach nee. Ach nee, da brauche ich noch viel, viel mehr Gold dann. Scheiße. Ah nee, das ist mir zu teuer, ein vergoldeter Apfel. Nee. Nee, nee, da hebe ich das Gold lieber für Boosterschienen auf. So. Hm.
So, hab mein Handy gerade? Oder kam mir das nur so vor? Ne, kam mir nur so vor. Gut. Ich dachte gerade, mein Handy hat irgendwie vibriert oder so. Ja, ich habe in Real Life. Und in diesem Real Life gibt es auch Leute, die sich Freunde nennen. Und da kann es ja auch mal sein, dass ein sogenannter Freund mir eine SMS schreibt. So. Ich habe gerade nur das Loch zugemacht und eine Fackel reingegangen, dass er nicht spawnt. Ja gut, da kann ja was spawnen, aber das kann einen wirklich verrückt machen, wenn da was spawnt und man weiß nicht wo. Und vergisst, dass man da mal dieses Loch da vor Urzeiten zugeschüttet hat. Und ja. So. Ja, jetzt danke. Bevor ich den Minenschacht da weiter erkunde, möchte ich erstmal die Höhle hier erkunden. Und wirklich alles abbauen. Ich bin halt so ein, in Anführungszeichen, Schwabe. Ich spreche zwar kein Schwäbisch. Na gut, leicht angedeutetes Schwäbisch, denke ich mal. Hört man, glaube ich, so an meinem S, wenn ich das S in manchen Wörtern benutze. Zum Beispiel Sch, irgendwas mit Sch. Dann hört man es, glaube ich, ein bisschen, dass ich Schwabe bin. Zum Beispiel im Wort Schwabe. Schwabe. Hört man, glaube ich, ein bisschen. Ich weiß nicht. So. Das hätte ich doch dann mal. So. Genau, hier oben war ja noch was. So. Ich tue mir auch gerne irgendwelche Höhlengänge zumauern, wenn es da dann nicht mehr weitergeht. Weil das kann einem wirklich eine ziemlich große Hilfe sein. Vor allem, wenn man so wie ich ist und nicht jeden Tag am Minecraft spielen ist. Ja, ich weiß, man sollte Kies nicht mit einer Spitzhacke kaputt machen. Ich hab's gemacht und ich lebe noch. So. Passt da. So. Gut. Wie mache ich das jetzt hier am besten? Zack. 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 So. Hier gibt's übrigens auch die sogenannte Sneak-Funktion. Das heißt, man kann hier stehen. Und wenn man die Taste da eben drückt, dann fährt der Charakter nicht von dem Block runter, auf dem man gerade steht. Wollte ich jetzt zwar nicht so machen, aber habe ich es halt so gemacht. So. So, einfach alles hier wieder einsammeln. Boah, ich sehe wieder nichts. Diese scheiß Sonne blendet mich. Ja, das kann wirklich ziemlich nervig werden. Ich habe doch gerade was gehört. Ja, ich war gerade ruhig, weil ich gerade dachte, ich hätte ein Skelett gehört. Ui, an solchen Lavaseen muss man immer vorsichtig sein, dass einen kein Zombie reinschuckt. Das machen die Viecher nämlich gerne. Einen in so etwas reinschucken. Ah, verlockend. Diese riesigen, ich sag jetzt mal, Rohstoffangebote hier sind verlockend, trotzdem muss man noch an seine eigene Sicherheit hier denken. Weil, naja, es kann die Verlockung zum Tod sein. Deshalb traue in Minecraft nie einer Höhle, wo du denkst, du bist allein. Traue Minecraft in dem Fall einfach nicht. Du bist nie allein in Minecraft. Es ist einfach so. So, gib mir den Lapis. So. Ich hoffe, dass der Ingame-Sound auch nicht zu laut ist. Ich weiß nicht, was ich so alles erzählen soll über Minecraft. Das ist eben Minecraft. Höhlen erkunden und sein Leben chillen. So.
Also das Risiko gehe ich nicht ein. Und gleich ist wieder ein Ticken dunkler. So. Ich glaube, ich muss gleich wieder hochgehen und nochmal ein paar Spitzhacken machen. So was sollte man eigentlich auch Oni machen, einfach nach oben graben. Ohne zu wissen, was oben ist, aber da ist er auch schon kaputt gegangen. So, dann werde ich jetzt das machen, was ich vorher in Anführungszeichen angedroht habe. Und zwar, der Gang hier wird offen bleiben, da sind wir mit Abbau noch nicht fertig. Dafür wird... Hier hinten sind wir auch noch nicht fertig geworden. Das hier kann dafür zugemacht werden. So, da sind wir noch am Abbauen. Hier rechts sind wir fertig geworden. Deshalb kommt hier einfach so eine kleine Cobblestone-Wand hin. Fertig. Und dann waren wir hier hinten auch noch nicht fertig. So. Oder oben ist noch Kohle, die ich übersehen habe. Auf die Kohle kann ich für erstmal noch verzichten. So. Und fertig. Also kann sich dann auch in der Höhle orientieren quasi, indem man einfach nur sagt, ja gut, hier war ich schon, mache ich dicht. So, dann genau hier hinten mussten wir noch was abbauen. Das wusste ich noch. So. Genau, das hier war der Anfangsgang. Genau, da kam dann alles. So, Schwert raus. Das ist immer das Schöne, nicht zu wissen. So, der hat mir jetzt hier vergammeltes Fleisch gegeben. Das war jetzt ein Special Move hier. Deshalb hat er auch gerade so Stern gegeben, weil ich ihn im Springen quasi gekillt habe. Das gab für mich von diesen Punkten Special Points. Meine Axt habe ich nicht mitgenommen. Ich sollte vielleicht auch demnächst noch eine Axt mitnehmen. Das ist blöd, dass sich anhört, aber die kann hier wirklich nützlich sein, wie ihr seht. Was halt bei Creepern auch wirklich mies ist, die machen ja keine Geräusche, das heißt, könnt die nicht zischen hören. Ihr hört die nicht, bevor die wirklich direkt hinter euch stehen. Weil wenn sie hinter euch stehen, machen sie dann ihr komisches Zischen da. Und dann ist in 90% der Fällen das Ganze eigentlich auch schon wieder zu Ende. Und das hier sind wirklich auch so miese Ecken. Deshalb mache ich hier erstmal zu. So. Weil bis hier dann alles gesichert ist, dann brauchen wir auch keine Angst mehr haben, dass hier irgendwo was passiert vorerst. Weil ansonsten habe ich irgendwo eine dunkle Stelle übersehen in der Höhle. Das bitte. Danke. So. So, dann baue ich hier beim nächsten Mal noch alles ab. Und... Nee. Habe ich nicht dabei, ich dachte mal. Also ich dachte es gehört zu haben, dass es so schneller gehen soll. Ja, tut sogar. Mit dem Schwert das abzubauen. Ah ja, genau, hier die Spinnennetze baue ich auch mal ab. Dann damit kann ich mir jetzt gleich eine Angel bauen. Und dann können wir uns nämlich auch Fische angeln.